Der Grund, warum ich ein Freund des Grundeinkommens bin, ist sozusagen nicht nur irgendwie ein persönlicher oder sozusagen ökologischer, gibt da ganz viele Herleitungsformen, sondern mein Hauptgrund ist eben tatsächlich, dass ich das Grundeinkommen als ein mögliches Transformationsprojekt sehe, mit dem man eben tatsächlich Zwänge, Unannehmlichkeiten, die Erwerbsarbeit und auch kapitalistische Produktion mit sich bringen, möglicherweise transformatorisch überwinden kann. Es soll jetzt in diesem kleinen Vortrag als Input um den Begriff der Arbeit gehen und auch eine kritische Betrachtung der Arbeitsgesellschaft. Um kurz die Struktur zu erklären, wir wollen uns zuerst den Begriff von Arbeit anschauen, weil, wie gesagt, Arbeit ein Begriff ist, der sehr mannigfaltig verwendet wird, ganz oft auftaucht. Und ich glaube, es ist wichtig, sich darüber zu unterhalten, wie kommt der Begriff überhaupt zustande und was sagt er eigentlich uns. Es geht danach gleich rein in die Kritik der Arbeit, spannenderweise eben auch orientiert tatsächlich auch an den ökonomischen Untersuchungen von Karl Marx. Wir wollen uns dann nochmal kurz eine Zustandsbeschreibung anschauen und möglicherweise uns auch eine Perspektive anschauen. Genau, also das hier unser kleiner Ablauf für heute Abend und würde gleich einsteigen und uns mal den Begriff der Arbeit anschauen. Damit eins vorweg, Arbeit, so wie er uns in dieser Gesellschaft begegnet, ist ein Begriff, der meistens unglaublich positiv aufgeladen ist. Also auch quer durch die gesamte politische Landschaft, ob das sozusagen Wirtschaftsliberale sind, ob das viele Linke sind, ob das Leute sind, die irgendwie sozusagen aus der politischen Rechten kommen. Überall findet man die Position, dass sozusagen Arbeit als was ganz Wesentliches, ein ganz wesentlicher Bestandteil des Menschen auch und überhaupt etwas Förderndes und Gutes dargestellt wird. Kann man sich erstmal darüber streiten, ob man das sinnvoll findet oder nicht. Spannend ist auf jeden Fall, dass der Begriff eine ganz andere Herkunft hatte. Eine, die auf keinen Fall positiv war. Deswegen jetzt tatsächlich klassisch erstmal ein einfacher Blick auf einzelne etymologische Stationen, also die Entwicklung des Begriffs Arbeit. Arbeit hat als Begriff zum Beispiel seinen Ursprung in einigen germanischen Sprachen. Das Germanische oder das Deutsch, wie wir es kennen, gibt es ja überhaupt noch nicht lange. Und es gab ja auch zu Zeiten der Varusschlacht nicht sowas wie ein deutsches Volk oder eine deutsche Sprache, auch wenn das manchmal einem, keine Ahnung, Guido Knopp und Co. im Fernsehen weismachen wollen. Aber auf jeden Fall gab es verschiedene Dialekte und Sprachen. Und es gab beispielsweise einfach dieses Wort Arbeo, was beschrieben hat, ich bin weise. Also ich habe sozusagen keine Eltern mehr. Oder auch das Wort Arba, ganz ähnlich vom Klang, das Knecht hieß. Die Knechtschaft, diesen Aspekt, den sieht man auch in altslawischen Begriffen wie Raba und Rabota, die auch Knecht, Diener, Sklave, Knechtschaft oder Sklaverei heißen. Und vielleicht ganz spannend, weil ja sozusagen auch da man nochmal sieht, das heutige polnische Wort für Arbeit ist ja tatsächlich Roboter. Und da sieht man ja eben tatsächlich da auch nochmal die Wortverwandtschaft, beispielsweise diesem Rabota, also zu Knechtschaft bzw. Sklaverei. Den Begriff des Weisen, den wir in dem germanischen Wortstamm hatten, der tauchte auch in einigen indoeuropäischen Sprachen auf, wie zum Beispiel Orb, der Weise hieß, oder wer Latein in der Schule hatte, könnte sich vielleicht noch erinnern, Orphanus, sozusagen auch Weise oder verwaist, und Orbus, dass man den Zustand beschreibt, dass man etwas beraubt ist, was ein Waisenkind ja auch ist, denn es ist an seiner Eltern beraubt. Es hat sich dann im germanischen Sprachraum ein Wort herausgebildet, was dem heutigen deutschen Wort für Arbeit schon sehr ähnlich ist, nämlich der Begriff Arbeidit. Der hieß allerdings damals noch nicht irgendwie Tätigkeit oder etwas schaffen, sondern auch Mühsal oder Not. Ging dann eben nicht weiter im Althochdeutschen, Arbeit tatsächlich schon so ähnlich geschrieben, wie wir es auch heute kennen, aber eben auch in anderen Formen, Arbeit oder Arbeit, auch Mühsal, Plage, Leid erdulden. Und ich glaube, es ist ganz spannend, man stellt an dieser Stelle fest, dass der Begriff, also weise sein oder etwas erleiden zu müssen, dass der Begriff ein passiver Begriff ist. Also etwas, was über die Menschen kommt, was erstens schlecht ist und zweitens, was sie sich nicht selber raussuchen können. Also ein schlechtes Schicksal. Wir können also erstmal festhalten, bis wir zu dem Begriff von heute zur Arbeit gekommen sind, haben wir eine ganz lange Zeit gehabt, dass der Begriff Arbeit etwas Passives ist und erst relativ spät diese aktive Bedeutung hat. Also aktiv im Sinne nicht, etwas kommt über mich, was möglicherweise auch schlecht ist, sondern ich selber tue etwas. Ich selber bin schaffend und aktiv. Und es war eine ganz lange Zeit lang eben auch ein pejorativ, also negativ besetzter Begriff. Und diese Wandlung, dass Arbeit irgendwie tatsächlich etwas Positives ist, das gab es eigentlich erst ab Luther und ab der Reformation. Also dann spricht er auch ganz oft bei Leuten, die sich möglicherweise übertrieben fleißig sind oder sich überarbeiten von so einer Art protestantischen Arbeitsethik.
beispielsweise, weil der Protestantismus auch in seiner theologischen Auslegung, natürlich nicht von allen, aber von einigen, ja eben tatsächlich auch gesagt hat, man muss sich sozusagen gegenüber Gott eigentlich immer wieder neu beweisen, während Gott sozusagen im Katholizismus die Möglichkeit gibt, etwas einfach zu verzeihen, muss man sich sozusagen im Protestantismus immer wieder durch eigenes Schaffen irgendwie aktiv machen. Also wie gesagt, kurzum, Arbeit ganz lange negativ aufgeladen, passiver Begriff und hat sich erst historisch von passiv zu aktiv gewandelt und war eben auch erst relativ spät in der Geschichte dann auf einmal ein positiv besetzter Begriff. Das ist natürlich alles historisch. Wir haben einen Zustand jetzt, von dem Leute von Arbeit reden. Wir wissen, wie man das schreibt. Man weiß, dass damit meistens etwas Aktives gemeint ist und eine Tätigkeit. Das heißt, es ist, glaube ich, ganz gut, auch nochmal sich den Gebrauch heutzutage des Begriffs Arbeit anzuschauen. Arbeit hat, wenn es Leute dieses Wort in den Mund nehmen, ganz oft ist gleichbedeutend mit Erwerbsarbeit. Man hat das in so Sätzen wie, ich bin arbeitslos, oder man fragt jemanden, kannst du mir im Umzug helfen? Die Antwort lautet, nein, ich muss arbeiten. Heißt dann, ich muss einer Erwerbsarbeit nachgehen oder auch im Begriff Arbeitsgesellschaft. Ich denke, das ist ganz spannend, weil wie gesagt, wenn man Arbeit hört, könnte man auch sagen, wenn man in den Raum reinfragt, was ist Arbeit, da könnten einige Leute sagen Erwerbsarbeit, andere sagen möglicherweise, das ist einfach nur ein produktives Schaffen oder die kreative, handlungsorientierte Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umgebung und der Natur. Aber ganz oft wird eben nur Arbeit gesagt und man meint damit Erwerbsarbeit, denn Kisten schleppen beim Umzug beispielsweise, allerdings als private Gefälligkeit, ist ja tatsächlich möglicherweise genau die gleiche Tätigkeit, wie Leute, die professionell Umzugshilfe betreiben, eben auch nachgehen. Nur, dass es eine Mal eben eine Erwerbsarbeit ist und das andere Mal zwar die gleiche Tätigkeit, allerdings nicht eingebettet ins Feld der Erwerbsarbeit. Ne, also wir können uns in dieser Situation, bei diesem kurzen Dialog auch vorstellen, dass die Person, die da gefragt wird, ob sie beim Umzug helfen kann, mit ich muss arbeiten gehen, meint, sie muss auf Erwerbsarbeit gehen und ist möglicherweise in der Spedition und hilft da anderen Leuten beim Umziehen. Das ist die eine Bedeutung. Die andere ist natürlich tatsächlich Arbeit noch als anstrengende Tätigkeit. Und das taucht so ein bisschen in Begriffen auf wie Gartenarbeit und Hausarbeit, mit denen meistens ja sozusagen Nichtfelder von Erwerbsarbeit gemeint sind. Arbeit an sich selbst zu leisten, also zum Beispiel Sport treiben als anstrengende Tätigkeit oder sich auch an etwas abarbeiten. Das sind alles so Beispielbegriffe, die so ein bisschen illustrieren, dass Arbeit eben auch tatsächlich dieses Allgemeine irgendwie tätig sein, sich anstrengen möglicherweise eben bedeutet. Ich würde dennoch sagen, dass Arbeit, so wie der Begriff heutzutage gebraucht wird, in der Regel, auch wenn es in Debatten um Arbeitslosigkeit geht, auf Erwerbsarbeit bezogen ist. Das merkt man eben auch daran, dass überhaupt Leute auf die Idee kommen, Arbeitslosigkeit zu sagen. Ist ja nicht so, dass die Leute keinen Tätigkeiten nachgehen und tatsächlich sozusagen die ganze Zeit wie der Hedonismus-Bot in Futurama irgendwie weintraubend essen auf einem goldenen Sofa liegen, sondern die machen ja tatsächlich auch ganz viele sinnvolle Dinge in ihrem Leben, müssen sie ja auch, und sagen trotzdem, sie sind arbeitslos oder es wird über sie gesagt. Wenn wir also über Arbeit sprechen und wir feststellen können, dass ganz viele verschiedene Dinge Arbeit sind, ist es möglicherweise eine richtige Überlegung zu sagen, dass Arbeit ein ziemlich abstrakter Begriff ist. Und als abstrakter Begriff eine Abstraktion, da er von irgendetwas abstrahieren muss. Eigentlich können wir sagen, dass Arbeit, wenn Leute sagen, ich arbeite, egal erstmal wie es gemeint ist, dass das ja immer reduzierbar ist auf eine konkrete Tätigkeit. Vor allem beim Fall der Erwerbsarbeit werden die Leute gefragt, was ist denn deine Arbeit, was machst du denn, was ist denn dein Beruf? Und die Leute werden irgendwas Konkretes sagen. Ich gestalte Flyer, ich fahre Autos von A nach B, ich züchte Kaninchen, das ist sozusagen alles möglich. Das heißt, die konkreten Tätigkeiten, die man dann beschreibt, wenn man seinen Beruf nennt, sind erstmal sehr verschieden. Diese Verschiedenheit der Tätigkeiten, die kann mal sehr schweißtreibend sein, mal nur ein bisschen schweißtreibend, die kann mal lange dauern, mal kurz dauern, die macht man mal mit dem Kopf, mal mit einer Hand, manchmal auch mit beiden, andere müssen mit den Beinen arbeiten. Diese Verschiedenheit der konkreten Tätigkeiten verschwinden im Begriff Arbeit. Und Arbeit hat eben diese Eigenschaft, diese Konkretheit der einzelnen Dinge unter sich zu subsumieren. Da könnte man sagen, okay, das, was da unter dem Begriff der Arbeit gesammelt wird, das gemeinsame Dritte, was es möglich macht, eine Abstraktion zu bilden, das sei eben tatsächlich erstmal der Charakter einer Tätigkeit. Das ist allerdings möglicherweise schwierig, denn was ist denn das, was gibt es denn, was Menschen machen, was keine Tätigkeit ist? Wäre dann die erste Frage. Und die zweite Sache ist, so einfach können wir es uns eigentlich nicht machen, wenn wir gerade schon bei der Überlegung waren,
dass Arbeit in der Regel auch in unserem Sprachgebrauch Erwerbsarbeit meint. Da kommen wir aber nachher auch nochmal hin, wie das sozusagen in der Erwerbsarbeit mit dem konkreten Tun umgegangen wird. Wir wollen trotzdem festhalten, Arbeit ist eine Abstraktion. Das Konkrete, wenn ich die Abstraktion, den abstrakten Begriff Arbeit verwende, interessiert erst einmal nicht. Ich muss quasi erneut nachfragen. Und, das sozusagen schon mal vorausgeschickt, diese Abstraktionsleistung hat in kapitalistischer Produktion eine ganz besondere Relevanz. Und mir lohnt es auch noch festzuhalten, wenn man über Arbeit spricht, auch mit anderen Menschen, ist es sinnvoll, konkret zu sagen, was man meint, wenn man den Begriff Arbeit in den Mund nimmt. Das ist auch in Grundeinkommensdebatten, habe ich zumindest schon oft erlebt, total sinnvoll, das zu fragen, weil die Leute dann zum Beispiel auf so Sätze kommen wie, aber dann geht doch niemand mehr arbeiten. Dann ist es gut, erstmal zu fragen, ja, was meinst du denn mit Arbeit? Fangen die Leute an, sozusagen wie ein Fleck Öl auf dem Boden rumzuliegen und sind tatsächlich auf einmal total passiv? Oder machen die möglicherweise noch was und möglicherweise auch was, was du ganz nett findest? Und deswegen eben auch, wir sagen, was wir mit Arbeit meinen, wenn wir es sagen, und wir hinterfragen aber auch, was am besten andere meinen, wenn sie den Begriff in den Mund nehmen. Genau. Und dann müssen wir uns nochmal anschauen, weil es, glaube ich, sehr relevant sind, was es denn eigentlich heißt, dass Arbeit im Kapitalismus stattfindet. Dazu ein kleiner Kurzabriss. Ich weiß nicht, wie firm oder interessiert die Leute hier sozusagen sind, auch an sozusagen der Kritik der politischen Ökonomie oder vielleicht auch schon mal ins Kapital reingeschaut haben oder in andere Sachen. Ganz wesentlich, um die Rolle von Arbeit zu verstehen in unserer Gesellschaft, ist, dass man sich die unterschiedlichen Kategorien Tauschwert bzw. Wert und Gebrauchswert anschaut. Kann man vielleicht ganz einfach machen. Am Anfang, wir können ja festhalten, wir leben in einer Gesellschaft. In einer Gesellschaft, in der ständig Waren getauscht werden. Da steht zwar das Geld dazwischen, das können wir uns mal ganz kurz wegdenken. Eigentlich werden verschiedene Waren miteinander getauscht. Zum Beispiel Stühle gegen Handys, Smartphones, kann ich ja machen. Nun würde ich sagen, wenn jemand kommt, hey du, Tillmann, ich gebe dir diesen Stuhl, du gibst mir dafür dein Smartphone, sage ich, ich glaube, bei dir hackt's. Das ist ein schlechter Tausch. Das heißt ja aber nicht, dass man nicht trotzdem Stühle gegen Smartphones tauschen kann. Ich kann nämlich sagen, okay, pass auf, ein Stuhl gegen Smartphone, das machen wir nicht, das ist eine ganz schlechte Idee. Was allerdings eine Option wäre, du gibst mir, sag mal, 120 von diesen Stühlen und ich tausche das Smartphone dafür. Dann sagt ihr möglicherweise, ja, okay, das ist ein gleicher Tausch, das machen wir. Das ist auch relativ wesentlich, es wird sozusagen eigentlich Gleiches gegen Gleiches getauscht. Weil niemand hat Lust, sich übers Ohr hauen zu lassen im Tausch. Das heißt, man tauscht Sachen, die irgendwie gleich erscheinen. Jetzt ist allerdings die Frage, was ist denn das Gleiche, was den Tausch ermöglicht? Das muss es ja geben. Die Optik ist es nicht. Das hier sieht ganz anders aus als das hier. Das hier ist kleiner, leichter. Das hier ist heller als das. Es hat eine andere Farbe, es besteht aus anderem Material. Die Sachen dienen auch verschiedenen Dingen. Also sie sind stofflich verschieden, farblich, manchmal auch geruchstechnisch. Und sie haben einen ganz anderen Gebrauchswert. Denn das hier ist nicht da, um sich draufzusetzen. Wenn man es doch macht, wäre es schade drum. Und mit dem hier kann ich nicht telefonieren und irgendwie auch nicht im Netz surfen. Das heißt, der Gebrauchswert, also das, wozu ich die einzelnen Gegenstände gebrauche, ist ein sehr verschiedener. Es kann also nicht der Gebrauchswert sein, der es ermöglicht, diese beiden völlig verschiedenen Dinge ineinander auszudrücken. Denn das macht ja der Tausch. Er drückt zwei verschiedene Dinge ineinander aus. Er sagt, eins davon entspricht 120 davon. Ein X, 120 Y. Ein Smartphone, 120 Stühle. Die Dinge werden sozusagen durch Zahlen ineinander ausgedrückt. Ich könnte ja auch das Smartphone in Wolle ausdrücken und dann zum Beispiel die Wolle gegen den Stuhl tauschen. Das ist alles möglich. Wenn es allerdings nicht der Gebrauchswert ist, der den Dingen gemeinsam ist, was ist dann das gemeinsame Dritte, was in diesen Dingen steckt? Und das gemeinsame Dritte, wie gesagt, interessante Frage, was in diesen Dingen steckt, ist, dass in unserer Gesellschaft, wenn es getauscht wird, es ihnen gemeinsam ist, dass menschliche Arbeitskraft investiert worden ist, um diese Dinge herzustellen. Und das sagt zum Beispiel eben auch, da sind die Komponenten zum Beispiel viel, viel teurer oder keine Ahnung, in zwei Stühle muss ich eben doppelt so viel Arbeit reinstecken wie in einen Stuhl. Ich werde deswegen sozusagen Stühle gleicher Art nicht eins gegen zwei tauschen können. Das ist das gemeinsame Dritte, was in ihnen drinnen steckt. Und dieses gemeinsame Dritte sozusagen wird angegeben durch das, was Wert heißt.
erstmal kurz abgerissen. Wie gesagt, ist ein sehr komplexes Thema, weil dann kann man nämlich auch nochmal die Frage stellen, ja, der Wert, wann entsteht denn der, aber an welcher Stelle etc. pp. Ist das erst im Tausch da oder ist das schon vorm Tausch da? Das sind so ein paar quasi Spitzfindigkeiten, die nicht ganz irrelevant sind. Aber auf jeden Fall wissen wir, es gibt einen Gebrauchswert. Der gibt an, was ich mit den Dingen machen kann, wozu sie da sind, wozu ich sie benutze als Mensch. Und es gibt etwas gemeinsames Drittes, was es möglich macht, diese Dinge völliger Verschiedenheit ineinander auszudrücken und über den Tausch zu vermitteln. Wie gerade eben schon angedeutet, ist das, was das gemeinsame Dritte ist, was wir Tauschwert oder Wert nennen, offensichtlich im Zusammenhang zu sehen mit Arbeit. Da könnten jetzt Leute sagen, Moment mal, das kann doch überhaupt nicht hinhauen. Es gibt doch so ein paar Kunstgemälde, das hat vielleicht eine Stunde irgendwie gedauert, die herzustellen. Und die sind quasi so viel wert, da könnte ich mir quasi 150.000 von diesen Stühlen eintauschen. Die viel anstrengender waren herzustellen. Sage ich, ja, das stimmt. Aber ich glaube erstens, Kunstgemälde und so eine Besonderheiten, das ist nicht das, was alltäglich in dieser Tauschgesellschaft stattfindet. Und man wird das Allgemeine nur schwerlich über die Ausnahmen erklären können. Das heißt, sowas wie Kunstgemälde etc. pp., lassen wir am besten an dieser Stelle erstmal weg. Dann könnte aber die nächste Person kommen und sagen, ja okay, also angenommen, man braucht eine Stunde, um mit beiden Händen so einen Stuhl herzustellen. Was ist denn aber mit jemandem, der sich zum Beispiel hinstellt und sagt, ich binde mir eine Hand auf den Rücken fest und fange dann an, Stühle herzustellen? Was passiert denn dann? Der eine hat zwei Hände und baut einen Stuhl in einer Stunde. Wenn ich nur halb so viele Hände habe wie vorher, ist es zumindest nicht unplausibel anzunehmen, dass ich mit einer Hand doppelt so lange brauche. Das heißt, ich brauche dann für einen Stuhl zwei Stunden. Könnte ja die Überlegung sein, okay, es ist total praktisch, sich eine Hand auf den Rücken festzubinden, man braucht zwar doppelt so lange, aber der Stuhl ist auch doppelt so viel wert, weil stecken ja zwei Arbeitszeitstunden drin und nicht nur eine. Ist ein berechtigter Einwand, mit dem man umgehen muss. Und der Umgang mit diesem Einwand ist folgender. Es geht niemals um die konkrete einzelne Arbeit, die ein Mensch in etwas rein investiert hat, sondern es geht darum, wie viel gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit drinnen steckt. Denn wir müssen daran denken, das vermittelnde Etwas ist der Tausch. Und niemand will einen schlechten Tausch machen. Was heißt denn das? Das heißt, wenn ich auf einen Markt gehe und da stellen sich Leute hin und sagen, hier, mein Stuhl, eine Stunde Arbeitszeit habe ich gebraucht, ich würde den gerne gegen was tauschen, wofür du auch eine Stunde Arbeitszeit aufgebracht hast. Zum Beispiel einen Korb Äpfel zu pflücken. Dann sagt der andere, pass auf, nimm doch lieber meinen Stuhl. Ich habe zwei Stunden für meinen Stuhl gebraucht und ich hätte gerne zwei Körbe Äpfel dafür, weil du dafür auch zwei Stunden Zeit investiert hast. Wenn ich die Möglichkeit habe, einen Stuhl für einen Korb Äpfel zu bekommen, statt für zwei, werde ich mich immer für diese Möglichkeit entscheiden. Das heißt, es wird sich nicht am Konkreten festgemacht, sondern es geht um den gesellschaftlichen Durchschnitt, denn es laufen ja ganz viele Leute rum, die Äpfel pflücken in Körben beispielsweise und die Stühle herstellen. Und dann hast du einfach so einen Vermittlungsmechanismus und da sagt man, okay, man weiß zum Beispiel, es gibt 10 Stuhlhersteller auf der Welt, ganz große, die machen ganz viel, der eine produziert sehr effizient, der andere weniger effizient, trotzdem werden irgendwie alle Stühle gebraucht. Dann geht der große Run los, ich möchte den günstigsten Stuhl haben, dann findet quasi so eine langsame Angleichung statt. Das heißt, es ist nicht die einzelne konkrete Arbeit, die ein einzelner konkreter Mensch irgendwo reingesteckt hat, die über den Wert bestimmt, sondern ist das, was gesellschaftlich durchschnittlich notwendig ist, um es herzustellen. Das ist erstmal ein ganz wesentlicher Punkt. Und da haben wir ja auch schon eine ganz starke Abstraktion drin und ein Paradoxon. Denn erstmal sagen wir, okay, es geht um abstrakt verausgabte menschliche Arbeitskraft, nämlich gesellschaftlich durchschnittlich notwendige. Zweitens geht es bei diesen Tauschsachen gar nicht mehr um die konkreten Tätigkeiten. Denn genauso wie die Dinge konkret stofflich verschieden sind, und auch konkret verschiedene Gebrauchswerte haben, ist die Tätigkeit, um sie herzustellen, eine ganz verschiedene. Wenn ich einen Stuhl herstellen will, mache ich ganz andere Dinge konkret, irgendwie mit meinem Werkzeug oder mit meinen Händen, als ich es bei einem Smartphone mache oder beim Äpfelpflücken. Das sind sehr verschiedene Tätigkeiten. Die Verschiedenheit der Tätigkeit wird durch die Kategorie Wert eliminiert. Die spielt de facto keine Rolle mehr. Das heißt, auch hier eine Abstraktion. Und dann natürlich nochmal die Besonderheit, die man sich vor Augen halten muss. Ja, es geht um die Abstraktion der einzelnen konkreten Tätigkeiten. Ohne die einzelnen konkreten Tätigkeiten würde es allerdings natürlich auch nicht gehen. Aber die sind, wie gesagt, notwendig für den Wert, aber nicht wertsetzend für sich genommen alleine. Das passiert immer im Tausch,
wo Sachen verglichen werden, wo konkrete Unterschiede eliminiert werden und was deswegen ein relativ abstrakter Vorgang ist. Und deswegen gibt es eben auch einen Unterschied zwischen abstrakter und konkreter Arbeit. Abstrakte Arbeit ist das, wo menschliche Arbeitskraft verausgabt wird im wahren Produktionsprozess. Konkrete Arbeit ist das, was konkret notwendig ist, um konkrete Gebrauchswerte herzustellen. Weil ich gerade den Begriff Ware eingeworfen habe. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, wie ist denn das aber, wenn ich mich in meinen Garten stelle und mir richtig viel Zeit nehme und mit einem kleinen Hammer den 10x10 Meter großen Granitblock schnitze. Und dann will ich mich irgendwo hinstellen und frage, gehe eben auch auf den Markt, sehe die ganzen Stühle und die ganzen Äpfel und frage, hey Leute, ich habe einen riesigen 10x10 Meter großen Granitblock, wer hat Interesse? Habe ich ganz viel Arbeit reingesteckt, ich hätte gern 100 Körbe Äpfel dafür. Dann kommen die Leute natürlich auch an und sagen, sag mal, spinnst du, was will ich mit einem 10x10 Meter Granitblock? Also abgesehen davon, wie ich den nach Hause bekomme, wo soll ich den hinstellen, was bringt mir das? Das heißt, nicht jedes Ding, was hergestellt wird, hat einen Wert, auch wenn Arbeit drin steckt. Möglicherweise bin ich ja auch der einzige Granitblockproduzent auf der Welt und bestimme deswegen auch alleine, was der gesellschaftliche Durchschnitt ist an Arbeit, die in so einem Granitblock drin steckt. Das hilft mir aber natürlich alles nichts, wenn jemand diesen Granitblock haben will. So. Es kommt weiterhin hinzu, ich kann natürlich auch in der Erwartung, etwas Sinnvolles hergestellt zu haben und es zu tauschen. Dass es sinnvoll ist für mich, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Sondern das Ziel ist immer der Tausch, weil niemand braucht 120 Stühle, in der Regel. Sondern einer, und er will sie dann wirklich gegen Äpfel tauschen. Was passiert denn jetzt aber, wenn ich quasi einfach sozusagen ganz viele Stühle habe, die auf dem Markt sind, verfügbar, und ich gehe quasi hin und will meinen Stuhl loswerden, das klappt nicht. Dann ist der Wert auf einmal verschwunden, weil ich stehe da mit meinem Stuhl, den habe ich produziert als Ware. Als Ware heißt, ich habe den nicht für mich selber produziert, keine Subsistenzwirtschaft betrieben, um mich selber zu versorgen. Ich habe ihn als Ware produziert, um ihn eintauschen zu können. Ware heißt, der Zugriff darauf ist geschützt, auch durch eine Rechtsordnung. Und ich kann Zugriff auf den Stuhl nur erlangen, indem ich einen Rechtsakt mache, indem ich einen Kaufvertrag abschließe, beziehungsweise einen Tausch eingehe. Und wenn dieser Tausch allerdings nicht eintritt, weil niemand mit mir tauschen will, was passiert denn dann mit dem Wert? Arbeit steckt ja trotzdem drin. Und das ist genau das, was ich vorhin kurz angerissen habe, wo man eben sagen muss, der Wert, also notwendige Voraussetzung für den Wert, ist, dass Menschen konkrete Arbeit ausüben. Es ist allerdings nicht wertsetzend. Der Wert kann sich erst beweisen, erst realisieren im Tausch. Er entsteht möglicherweise vorher, aber er muss sich im Tausch beweisen. Und dort, wo ich tauschen will und niemanden zum Tauschen finde, bringt mir quasi die ganze Arbeit, die ich reingesteckt habe, nichts. Dann kann ein Stuhl 10x so sinnvoll sein wie ein 10x10 Meter großer Granitblock. Was ich nicht tauschen kann, kann ich nicht tauschen. Und dort hat sich der Wert nicht realisiert. Das also erstmal zu den Formen der Arbeit. Und wie gesagt, Arbeit also als doppeltes Abstraktum in unserer Gesellschaft. Gucken wir uns jetzt die Lohnarbeit an. Also Lohnarbeit ist genau das, wo ja eben tatsächlich Leute irgendwo hingehen und dort ihre Arbeitskraft verkaufen. Sagen, hey, ich würde gerne bei dir arbeiten und ich möchte dafür, dass du mich bezahlst, nimm Lohn. Also gibt es ja Leute, die kaufen die wahre Arbeitskraft und es gibt Leute, die sie anbieten. Die konkreten Tätigkeit der Arbeit als auch der Gebrauchswert tritt in den Hintergrund. Das heißt, Leute müssen irgendwie ihre Arbeitskraft verkaufen und man sieht das ja bei Leuten, die zum Beispiel eben auch gesellschaftlich ausgegrenzt sind, keine Erwerbsarbeit haben, deswegen auch sehr wenig Einkommen, schlecht mitmachen können bei der Gesellschaft, dass die ja fast jede Stelle annehmen würden. Denen ist die konkrete Tätigkeit egal. Weil der Zweck, dass sie arbeiten, ist, dass sie ihren Lohn erhalten, damit ein Einkommen haben und irgendwie an der Gesellschaft mitwirken können. Das ist die eine Sache. Und natürlich ist ihnen in der Regel auch völlig egal, was sie produzieren, beziehungsweise sie machen es nicht für den konkreten Gebrauchswert. Also wenn ich mich in irgendeine, keine Ahnung, Mercedes-Benz-Fabrik stelle und dort irgendwie Autoreifen herstelle, das mache ich ja nicht für mich. Also der Gebrauchswert dieser Autoreifen ist mir völlig fremd. Ich mache das, weil ich einen Lohn dafür bekomme und nicht, weil ich irgendwie scharf auf 120 Autoreifen bin, die ich in einer Woche oder in einem Monat produziert habe. Das tritt also bei Lohnarbeit in den Hintergrund. Und das ist übrigens auch was, was natürlich bei vielen Menschen erstmal Leid verursachen kann. Also einfach deshalb, weil die Leute gezwungen sind, etwas zu tun, auf das sie möglicherweise überhaupt keine Lust haben. Möglicherweise auch gar kein Talent dafür haben oder keine gute Ausbildung und deswegen noch weniger Spaß, also eigentlich das Gegenteil von Spaß oder Freude an dem haben, was sie tun.
Außerdem hat man das Problem bei der Lohnarbeit, dass andere gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeiten ausgegrenzt werden. Ja, also sowas wie beispielsweise irgendwie Panzer herstellen und irgendwie Waffen. Das ist, da werden Waren hergestellt, die getauscht werden können an einem Markt. So kann man sagen, okay, der Gebrauchswert, irgendwie Leute umzubringen, ist nicht sehr sympathisch. Und dann gibt es aber Tätigkeiten, wie eben tatsächlich zum Beispiel ganz oft auch Gedichte schreiben in der Freizeit, einem Ehrenamt nachgehen in irgendeiner Art und Weise, auch Politik betreiben irgendwie, aber auch andere Formen von Kunst schaffen, halt aber auch zu Hause abwaschen und sowas. Das sind alles total sinnvolle Dinge, die irgendwie getan werden müssen. Das sind gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeiten. Aber die werden ausgegrenzt, weil sie sind keine Lohnarbeit. Ne? Also du kannst nämlich jemanden fragen, gesellschaftlich, kannst du zwei Leute hinstellen und dann sagt der eine, ich bin arbeitslos, und der andere sagt, ich habe Arbeit. So. Der fiese Blick wird denjenigen treffen, der sagt, er ist arbeitslos, weil er keine Erwerbsarbeit hat. Dass die Erwerbsarbeit das eine möglicherweise die Herstellung von Panzern ist und die arbeitslose Person, die keine Erwerbsarbeit hat, den ganzen Tag sozusagen ehrenamtlich sich, keine Ahnung, um obdachlose Kinder kümmert oder sowas, spielt da erstmal keine Rolle. Das ist gemeint mit Ausgrenzung anderer gesellschaftlich sinnvoller Tätigkeiten. Und Lohnarbeit ist eben auch in unserer Gesellschaft Voraussetzung für Partizipation, also eigentlich für Teilhabe in dieser Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Großteil der Gebrauchswerte in Warenform eingesperrt ist. Das heißt, nur im Tausch zu haben ist. Das Mittel des Tausches in dieser Gesellschaft ist das Geld. Wäre aber auch nicht schlimm, wenn es was anderes wäre. Also wenn man zum Beispiel kein Geld hätte, sondern einfach wirklich Ware gegen Ware tauschen würde und man statt Lohn in Waren bezahlt werden würde, würde das an dem ganzen Grundproblem überhaupt nichts ändern. Und in dieser Gesellschaft, wo ich quasi eine Tauschgesellschaft habe und Waren, wo ja immer auch Gebrauchswerte drin stecken, ja, also der Stuhl nicht als Stuhl irgendwie da ist und zugänglich ist, sondern in das Kleid einer Ware gekleidet ist und ich ihn nur im Tausch erlangen kann, diesen Gebrauchswert, der ganz praktisch ist, wenn man einen müden Rücken hat oder einen kaputten, dann braucht man das nämlich. Darauf habe ich nur Zugriff, wenn ich die entsprechenden Tauschmittel habe. Und das bekomme ich in der Regel über Lohnarbeit. So. Lohnarbeit ist also Voraussetzung für ganz viele Menschen für gesellschaftliche Teilhabe. Wenn sie sozusagen sinnvoll irgendwie am Leben teilhaben wollen, sich auch mal irgendwie kulturell betätigen wollen, ins Kino gehen wollen, etc. pp. An der Stelle vielleicht auch mal gesagt, ich finde das auch dann grundsätzlich falsch, was zum Teil gemacht wird, wo man sagt, okay, jetzt kriegen schon Leute irgendwie Transferleistungen, jetzt kaufen sie sich Alkohol und Tabak dafür. Das ist falsch, weil entweder ich sage, ich finde Alkohol und Tabak grundsätzlich schlecht oder es ist grundsätzlich okay. Aber ich kann doch nicht sagen, was für die einen gilt, gilt für die anderen nicht. Ne? Also es ist quasi völlig okay, wenn Leute sich irgendwie sozusagen große Weinpartys veranstalten und rauchen, in der Kneipe sitzen und Poker spielen. Ich finde es aber total doof, wenn das Arbeitslose machen, weil warum geben die ihr Geld für Tabak und Alkohol aus? Kann man eigentlich nicht bringen. Wird ja aber ständig wieder auch in gesellschaftlichen Debatten um Arbeit und auch um Arbeitslose angeführt. Und Lohnarbeit ist indirekter stummer Zwang. Jetzt kann man sagen, okay, man hatte natürlich früher in der Gesellschaft eine ganz andere Organisation zum Teil von Produktion und von Arbeit. Zum Beispiel mit Sklaverei und mit Leibeigenschaft. Das heißt, es standen faktisch Leute da mit einer Peitsche in der Hand und haben aufgepasst, dass du das machst als Arbeiterin oder als Arbeiter, was jemand sagt. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Denn die Leute wurden quasi sozusagen befreit. Allerdings, wie das sozusagen in Marx-Formulierung ist, sie sind doppelt frei. Sie sind frei in dem Sinne, dass niemand mehr mit der Peitsche dasteht, ganz konkret und wirklich aufpasst, dass die Leute auf dem Feld ackern. Sie sind aber auch frei von Produktionsmitteln. Das heißt, sie müssen aber irgendwie an der Gesellschaft teilhaben. Das heißt, sie sind gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und durch den Zwang, die Arbeitskraft zu verkaufen, und vor allem, wenn ich quasi viele Leute habe, die gleichzeitig ihre Arbeitskraft verkaufen wollen, habe ich natürlich eine Situation, wo ich gewissermaßen auch machtlos dastehe. Und deswegen habe ich, auch wenn der Zwang sich gewandelt hat, also niemand mehr in persona mit der Peitsche dasteht, habe ich sozusagen die gesellschaftlichen Verhältnisse, die mich auch ganz übel auspeitschen, wenn ich nicht mitmache und keiner Lohnarbeit nachgehe. Weil ich dann sozusagen ganz viele Beteiligungsmöglichkeiten nicht habe. Und dann passiert was, was ich sozusagen als gesellschaftliches Stockholm-Syndrom bezeichnen will. Also ich finde, nach dem, was man irgendwie gehört hat, wenn man so ein bisschen irgendwie damit d'accord geht, dass man sagen könnte, okay, Arbeit ist irgendwie tatsächlich und Lohnarbeit erst recht und Erwerbsarbeit erstmal nichts, wo man rumrennen muss und allen erzählen muss, wie toll das und großartig das ist. Sondern das ist schon etwas, was ganz viel Leiden sowohl physisch als auch psychisch produziert bei Menschen. Aber wir haben ja vorhin schon gesagt, und ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, dass wir gleichzeitig in einer Gesellschaft leben, wo man in Printerzeugnissen, in Debatten etc. pp. Permanent die Arbeit wieder hochleben lässt. Als wäre sie irgendwie tot, ist sie ja nicht. Und gesellschaftliches Stockholm-Syndrom deswegen,
Das beschreibt ja, wenn bei Entführung die Leute, die entführt sind, denjenigen, die sie entführt haben, auf einmal zuneigen, dass der leiderzeugende Zwang, nämlich die Erwerbsarbeit, durch Disziplinierung, durch Hilflosigkeit der Einzelnen, die ihr gegenüberstehen, weil man kann nicht als Einzelner sagen, ich steige einfach mal aus der Erwerbsarbeit und habe ich sozusagen, bin ich aus den ganzen Zwängen raus, erzeugt letztlich Affirmation. Also, wie gesagt, ist nur ein gewähltes Bild, ist natürlich sozusagen psychologisch nicht korrekt, aber das erzeugt, wie bei sozusagen der Geisel, bei einer Geiselnahme, letztlich Affirmation der Situation, also eine Zustimmung. Eine zustimmende Haltung, weil man eben auch das Gefühl hat, das kommt mir vor wie eine Naturgewalt, es kommt über mich als einzelne Person und ich kann daran nichts ändern. Und da auch nochmal reingehen, wie gesagt, das letzte wurde schon angedeutet, was eben passiert mit der Arbeit ist beispielsweise, sie wird naturalisiert. Also die Leute vergessen ja zum Beispiel, dass sowas wie Erwerbsarbeit, dass die gesellschaftlich durchgesetzt ist, dass das ein relativ junges Phänomen ist. Also voll ausgebildete und entwickelte kapitalistische Gesellschaft haben wir seit irgendwie 250 Jahren. Anfänge gab es natürlich schon vorher, man kann da keine genaue Zeitangabe machen. Aber trotzdem, es gab zum Beispiel Situationen, wo Arbeit anders organisiert war. Das muss jetzt nicht besser sein. Ich will jetzt nicht sagen, ich will zurück in die Sklaverei, um Gottes Willen. So. Nur das Ding ist trotzdem, Gesellschaft verändert sich und Menschen können Gesellschaft verändern. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, das, was wir hier vorfinden, ist quasi Natur, was uns Menschen hilflos gegenübertritt, ist ein bisschen armselig. Also ich meine, wir Menschen haben gelernt, ganz vielen tatsächlichen Naturgewalten zu trotzen. Wir haben Regenschirme erfunden, Häuser gebaut, wir haben mittlerweile, keine Ahnung, Tsunami-Frühwarnsysteme etc. pp. Und dann sollen wir uns quasi von sowas wie Erwerbsarbeit fertig machen lassen. So, diese Naturalisierung ist falsch und sie ist unhistorisch, weil sie das, was man konkret vorfindet, eben als Natur wahrnimmt und nicht als historisch gewachsenes, eben auch von Menschenhand geschaffenes und von Menschenhand möglicherweise auch wieder änderbares. Und das ist wesentlich. Gleichwohl ist es, glaube ich, aber auch verständlich, warum das Leuten so vorkommt. Also warum man auf diese Idee kommt, weil, wie gesagt, man als einzelne Person relativ hilflos ist. Dann hat man in gesellschaftlichen Debatten auch ganz oft einen Verweis auf die anderen. Das fällt mir zum Beispiel auch bei Grundeinkommensdebatten auf, dass man sozusagen permanentes Misstrauen hat, zum Teil auf andere, möglicherweise auch bestimmte Konstituierungen der eigenen Person auf andere abwälzt. Das heißt zum Beispiel, man ist selber unzufrieden mit der eigenen Erwerbsarbeitssituation, sieht sie aber, wie gerade eben bei der Naturalisierung gesagt, als alternativlos an. Da man allerdings selber weiß, wie unzufrieden man ist, hegt man permanent Misstrauen gegenüber den anderen, dass, weil die möglicherweise auch unzufrieden sind, dann, wenn man den Zwang abschafft, dem man selber unterliegt, dass alles in heilloses Chaos endet. Also bei Grundeinkommensdebatten, die ich das kenne, stellt sich das ganz oft so dar, dass Leute sagen und sich melden, das ist doch totaler Quatsch, so ein Grundeinkommen, dann würde wirklich niemand mehr arbeiten gehen, die gesamte Gesellschaft würde zusammenbrechen. Und wenn man die Leute dann fragt, ja, was ist denn mit dir? Nee, bei mir nicht, also ich würde weitermachen. So. Und das ist total spannend, das hat man eben bei total vielen. Und es gibt dann außerdem noch die Form, gibt es auch noch in anderen Gebieten, nämlich den Wunsch, über Negativität Gerechtigkeit herzustellen. Das ist so ein bisschen, in dem Fall mit Tucholsky gesagt, ich darf nicht, also sollen die anderen auch nicht dürfen. Tucholsky hat dann hinterhergeschoben, deswegen haben die Menschen die Gesetze erfunden. Aber wie gesagt, das ist genau das, wo man sagt, okay, wie kann ich Gerechtigkeit herstellen? Ich sage, mir geht's scheiße. Ich habe irgendwie oder ich fühle das. Und ich habe einen Erwerbsarbeitszwang und ich leide darunter. So. Und jetzt gucke ich mir allerdings sozusagen andere Teile der Gesellschaft an und gucke vermeintlich mit dem neidischen Blick auf zum Beispiel Leute, die erwerbslos sind und sage, die sind erwerbslos, ich muss mir den ganzen Tag diesen anstrengenden Job und diesen ganzen Scheiß irgendwie antun und die müssen das nicht. Das finde ich schlecht und da man eben auch aufgrund der anderen gesagten Sachen, vor allem der Naturalisierung, aber überhaupt nicht sozusagen bereit ist, dann die eigene Situation zu kritisieren, ist auch immer unschön, sich natürlich einzugestehen, dass man irgendwie sozusagen bis zum Hals im Morast steht, dass man eben dann sagt, okay, also wenn ich schon den ganzen Tag arbeiten und buckeln muss, dann ist es total ungerecht, dass andere das nicht machen. Das heißt, andere sollen das auch machen. So, das hat man zum Teil ja eben auch bei Lohndebatten und auch wurde auch bei uns zum Beispiel intensiv diskutiert über das sogenannte Lohnabstandsgebot. Dass die Leute, die arbeiten, mehr haben sollen, als die, die nicht arbeiten, kann man sagen, okay, erstmal vielleicht kein völlig falscher Gedanke, aber wozu führt denn das? Da kann man ja auf zwei Wege lösen. Man kann sagen, okay, das heißt, die Leute, die arbeiten, die müssen einfach die Löhne erhöht bekommen. Oder man kann sagen, nö, um diesen Abstand herzustellen, kürze ich einfach denen, die nicht arbeiten, das Geld.
Und das ist natürlich völlig bekloppt. Und das ist so eine Form von auch negativer Herstellung von Gerechtigkeit. Genau. Und deswegen auch nochmal ein Blick auf den jetzigen Zustand. Und was da, glaube ich, nochmal ganz spannend ist, ist, sich die Produktivitätsentwicklung in unserer Gesellschaft anzuschauen. Ich habe da quasi zwei Sachen mir rausgesucht und angeschaut. Bei der ersten Sache, die hier gezeigt ist, da geht es um die Stahlproduktion, und zwar in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist ein Zeitraum von 20 Jahren. Man hat hier das Jahr 1982 und hier das Jahr da drüben 2002. Das hier ist die absolute Stahlproduktion. Das waren hier 75 Millionen Tonnen und da drüben 102 Millionen Tonnen. Erstmal kein riesiger Unterschied. 20 Jahre hat ein bisschen zugenommen. Okay. Die Zahl der Beschäftigten in dem gleichen Bereich in der Stahlproduktion, und zwar auch sowas wie Vertrieb und Vermarktung und sowas reingerechnet, nicht irgendwie der IT-Service, was ja alles zum Teil auch neu ist, hat in dem gleichen Zeitraum in 20 Jahren abgenommen, und zwar von knapp 300.000 Leute auf ca. 75.000 Leute. Und wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, was das bedeutet, nämlich, dass im Jahr 1982 eine Person, also eine Durchschnittsarbeiterin oder ein Durchschnittsarbeiter in der Stahlproduktion 360 Tonnen hergestellt hat pro Kopf und das mittlerweile allerdings knapp 1400 Tonnen sind pro Person, hat man da eine Produktivitätssteigerung innerhalb von 20 Jahren von 530%. Kann man natürlich erstmal sagen, hey, hey, das ist ja total super, weil Produktivitätssteigerung, es gibt nichts Angenehmeres. Wenn ich das, was ich machen muss, was mir quasi sozusagen irgendwie als Zwang vorkommt, wenn das auf einmal einfacher geht, also ich nur halb so viel Zeit brauche, um ein Haus zu bauen, weil ich einen Geschirrspüler habe, irgendwie nur noch ein Viertel der Zeit ein Geschirrspülen und Abtrocknen zu tun habe, ist das ja eigentlich eine total nette Entwicklung. Könnte man denken, wir gucken uns gleich nochmal an, warum das nicht hinhaut. Vorher allerdings nochmal einen Blick auf nochmal einen anderen Zeitraum. Und zwar auch nochmal ausgewählt, wie das zum Beispiel in der Autoproduktion war. Also 1924 konnte man das, den Ford Model T als sozusagen den Standardwagen bezeichnen. Auch wenn wir natürlich noch nicht so viele hatten wie jetzt. Es gab auch noch nicht so viele verschiedene Automarken. Aber auf jeden Fall wurde an so einem Ding 813 Stunden lang rummontiert. An einem Ford Ka, also so einem Standard-Kompaktwagen von 2008, sind es nur noch 16 Stunden. Könnte man sagen, ja okay, ist klar, 1924 bis 2008, da kam ganz viel dazwischen, auch an Innovation, an Technik, stimmt auch alles. Diese Zeiten dieses Produktivitätswachstums sind doch vorbei. Also da war zwischenzeitlich drin halt nochmal die Erfindung von ganz vielen Sachen, da gab es die mikroindustrielle Revolution etc. pp. Das ist überhaupt nicht mehr relevant, doch ist es. Denn ein Ford Fiesta im Jahr 2002 hat noch 24 Stunden durchschnittliche Montagezeit gebraucht. In dem modernsten Werk bereits 2006 nur noch 13 Stunden. Also fast nur halb so viel. Also auch da nochmal eine Erhöhung der Produktivität um fast das Doppelte in einem Zeitraum von 4 Jahren. Also Produktivitätswachstum ist keineswegs etwas von gestern, sondern etwas, was noch höchst aktuell ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist eine total angenehme Entwicklung, wie gerade eben schon angedeutet. Nein, es ist aber spannenderweise in dieser Gesellschaft nicht. Da unsere Gesellschaft eine Arbeitsgesellschaft ist und eine Lohnarbeitsgesellschaft, was passiert denn dann, wenn sozusagen Arbeit immer weniger notwendig wird? Kann man ganz einfach auch mit diesem Bild beschreiben, da sägt die Gesellschaft an genau dem Ast, auf dem sie selber sitzt. Das heißt, wir sind in der traurigen Situation, eigentlich etwas total Schönes vorzufinden, mit dem allerdings aufgrund unserer gesellschaftlichen Organisierung nichts anfangen zu können. Das ist ziemlich tragisch. Dann gab es die Debatte, gab es übrigens schon mal in den 80ern, dann haben dann Leute angefangen und haben gesagt, ja, ja, okay, aber es gibt doch dafür den Dienstleistungssektor. Also das, was in der Industrie wegfällt, das machen die Dienstleistungen wieder weg, das ist doch überhaupt kein Problem. Die Sache ist, das ist nicht so einfach. Das ist deshalb nicht so einfach, weil, wie gesagt, die Grunddynamik in der kapitalistischen Gesellschaft die Verwertung des Werts ist. Also der Unternehmer setzt Mittel ein in der Hoffnung, dann mehr Mittel zu haben. Das nennt man sozusagen einfach das Prinzip der Kapitalakkumulation. Ich nehme Kapital, investiere es, und zwar einzig und allein mit dem Zweck der Kapitalvermehrung. Das macht auch niemand, weil er irgendwie bösen Willens ist oder ein schlechter Mensch oder irgendwie sowas, sondern das muss der Unternehmer machen, sonst fliegt am Ende sein Unternehmen irgendwo hinten runter. So, da gibt es einen Zwangsmechanismus, der eben auch tatsächlich gesellschaftlich unangenehm und doof ist. Das Problem ist, dass mit dem, was in den Dienstleistungssektor geschaffen wird, das für die Kapitalverwertung meistens überhaupt nicht funktioniert. Also zum Beispiel gibt es ja auch die spannenden Debatten, zum Beispiel bei der Frage des Werts, was produziert ein Taxifahrer? Gibt es eine nette Antwort, na, was produziert ein Taxifahrer? Der produziert eine Ortsveränderung, so von A nach B. So, das Ding ist nur,
Jetzt kann natürlich jemand, der vorher in so einer Stahlfabrik gearbeitet hat oder an so einem Ford Model T rumgewerkelt hat, irgendwann später Taxifahrer sein oder Taxifahrerin, sitzt in dem Auto. Nur das Ding ist, die erzeugen zwar auch Wert, also natürlich Gebrauchswert, die Ortsveränderung, aber auch Wert. Nur das Problem ist, die betreiben keine Kapitalakkumulation. Die können quasi sozusagen dieses Investieren und dann mehr haben, können die sozusagen nicht leisten. Und genau das ist ein Problem und das ist auch zum Beispiel, das ist aber eigentlich sozusagen eine ganz eigene und große Geschichte, sozusagen eine von den Analysen, zumindest von den wertkritischen, wie man an die Krise rangeht, wo man sagt, okay, natürlich gab es eine unglaubliche Aufblähung des Finanzmarktes und natürlich sind dort Blasen geplatzt, aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass so große Mengen an Kapital auf einmal auf die Finanzmärkte geströmt sind? Und das ist ein tiefer liegendes Problem, und zwar nämlich ein Problem in der Produktionssphäre, dass dort die Verwertung, wie wir sie vorher gekannt haben, nicht mehr möglich ist. Und das heißt, zugespitzt und sehr polemisch gesagt, könnte man sagen, hätte es die Finanzmärkte und diese ganzen absurden Finanzprodukte, die es da gibt, nicht gegeben, wäre die Krise keineswegs irgendwie vermieden gewesen. Die Finanzmärkte haben uns sozusagen noch ein bisschen Zeit gegeben und haben die Krise nach hinten rausgeschoben. Ist natürlich sehr verkürzt und polemisch dargestellt, weil natürlich sozusagen das Platzen der Blasen und das Ausmaß und auch was man jetzt in der Welt sieht, natürlich doch mal sehr immens ist. Genau. Aber weiter nochmal ganz kurz einen Blick werfen auf die Gesellschaft und was Arbeit mit dir anstellt. Zum einen haben wir natürlich ein Problem von Armut. Wir haben Leute, die von diesen Produktionsprozessen und von Lohnarbeit ausgeschlossen sind und die deswegen eben tatsächlich verarmen, weil sie diese Partizipationsmöglichkeit, wie vorhin angedeutet, eben nicht mehr haben. Wir haben weiterhin, und das nimmt tatsächlich auch ganz massiv zu in unserer Gesellschaft, also auch psychische Erkrankungen, ganz viel Stress, Stresskrankheiten und auch Burnouts, die wir vorfinden in der Gesellschaft. Bis hin natürlich eben auch zu Selbstmordsachen. Also ich weiß nicht, ob ihr diese total widerliche Geschichte kennt. Es gibt diesen einen Apple-Zulieferer, der groß in den Schlagzeilen war, der beliefert auch andere Leute, also nicht nur Apple, der heißt Foxconn. Der hat zum Beispiel in China riesige Fabriken und Fabrikgelände, unter anderem ein Fabrikgelände, was eine Stadt ist, die hat so viele Einwohnerinnen wie Leipzig, nämlich etwa 500.000, und da arbeiten quasi nur Leute für diesen Foxconn-Konzern. So. Und dort ist die Anzahl an Selbstmorden sprunghaft in die Höhe gestiegen. Und was hat man gemacht, um damit zu reagieren? Zwei Sachen. Zum einen, die Leute haben sich meistens aus ihren Wohnhäusern, in denen sie quasi dort gewohnt haben, ganz viele Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter, haben sich aus diesen Wohnhäusern gestürzt. Das heißt, die Reaktion eins war, man spannt so Drahtnetze an die Wohnhäuser an, sodass die Leute nicht mehr runterspringen können. Und das Zweite, was haben sie wirklich gemacht, ist, sie haben sozusagen erfolglose Selbstmordversuche unter Strafe gestellt. So, also die Leute hatten dann Gehaltskürzungen, wenn sie sozusagen nicht geschafft haben. Das war die Reaktion darauf. Also wie gesagt, das hat sich nach der großen Empörung und Mediendebatte daran ein bisschen was geändert, so, aber eben auch nur, weil es die Aufmerksamkeit gibt. Man kann sich also sagen, eben vorstellen, was es eben auch noch für Arbeitszustände gibt, wenn man irgendwie so eine Aufmerksamkeitssache nicht hat. Oder ja zum Beispiel Japan, wo es ja mittlerweile auch ein Wort für Tod durch Arbeit gibt, nämlich Karoshi. So, ich finde, wie gesagt, auch Japan, ein Land, wenn man sich das zum Teil anguckt, dass das sozusagen nochmal so möglicherweise die Zuspitzung der Arbeitsgesellschaft zeigt, wie das möglicherweise in mehreren Jahren irgendwie auch zum Beispiel in Mitteleuropa der Fall ist. Ja, und weiterhin habe ich nicht nur eine fehlende Teilhabemöglichkeit von Leuten, also im Sinne von auch, dass sie an materiellen Gütern teilhaben können oder an Kultur, sondern ich habe auch ein massives demokratisches Problem. Weil natürlich Leute tatsächlich irgendwie wegfallen, an bestimmten Sachen nicht mehr mitmachen dürfen und das natürlich für eine Gesellschaft, die eigentlich davon leben müsste, dass die Menschen sich untereinander organisieren, auch miteinander kommunizieren, auf einmal ein Problem bekommt. Und das alles führt letztendlich zur Ausgrenzung. Und das sage ich auch immer wieder deswegen, weil das auch nicht nur irgendwie eine Kategorie ist, wo man sagt, aus reiner Empathie und Humanität sollte man dagegen sein. Man kann das auch Leuten, die quasi immer ganz stur auf ein pures Eigeninteresse pochen, auch nochmal nahelegen. Leute, guckt euch mal an, keine Ahnung, die Banlieues in Frankreich. Ihr wollt nicht in so einem Zustand in dieser Gesellschaft leben. So, selbst wenn es euch irgendwie noch halbwegs gut geht und ihr auch ein Auskommen habt, sowas und so eine gesellschaftliche Entwicklung und die Ausgrenzung ganz wesentlicher Teile der Gesellschaft wird auch euch irgendwann keinen Spaß mehr machen. Ja, jetzt nochmal so ein Blick eben auch auf die Gesellschaft, auf die Krise, in der wir uns gerade befinden. Ja, schon relativ lange, habe schon einige Sätze vorhin hinten dran gehangen. Also das, was wir haben, Prozessinnovation, das ist das Gegenstück zur Produktinnovation. Also Prozessinnovation heißt, die Herstellungsmethoden von Dingen werden sozusagen besser und neuer und die Produktinnovation gibt es auch, zum Beispiel die Produkte, die hergestellt werden, werden auch ausgereifter und besser. Die Prozessinnovation und die Produktivitätssteigerung wirken sich, um das nochmal festzuhalten, nicht positiv aus, sondern sorgen für existenzielle Krisenerscheinungen. Denn
der Kapitalismus und der gesamte Kapitalverwertungskreislauf entzieht sich über die Überflüssigmachung menschlicher Arbeit durch Produktivitätskraftsteigerung zum Teil seiner eigenen Grundlage. Und das ist natürlich auch nochmal ein Problem, weil wie man darauf eine Antwort findet und damit umgehen kann, natürlich extrem schwer ist. Ja, stellt sich jetzt, wir kommen zum Ende, die Frage nach der Perspektive, was man möglicherweise einfach machen kann. Also die alten Lösungen, sage ich mal, die angeboten worden sind, wie Vollbeschäftigung, so keynesianistische Politikansätze und die Dienstleistungsgesellschaft, würde ich in Frage stellen. Also erstmal Vollbeschäftigung ist die Frage, ist das erstens wünschenswert und zweitens möglich? Also abseits davon, dass ich den Begriff doof finde, weil ich habe auch ohne Erwerbsarbeit sehr viele sinnvolle Dinge, die ich tun kann und bin sozusagen den ganzen Tag über voll beschäftigt. Also der Begriff ist sozusagen schlecht. Wird man sozusagen die Situation, die man hatte beispielsweise in Deutschland irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo du erstens sozusagen relativ viel Kapitalfluss hattest und natürlich auch ganz viel, das aufgebaut werden musste, das war eine historisch ganz einmalige Situation. Das kriegt man so schnell nicht wieder hin. Es sei denn möglicherweise, man setzt ganz massiv auf Arbeitszeitverkürzung, aber die Leute, die von Vollbeschäftigung meinen, träumen ja in der Regel tatsächlich noch so von so Regelarbeitsverhältnissen, 40 Stunden die Woche, und das trifft halt auf alle zu. So, das wird tatsächlich einfach nicht möglich sein. Dann so keynesianistische Ansätze, das heißt, dass man so eine staatliche Interventionspolitik hat, die sozusagen in bestimmten Konjunkturzyklen intensiv zupackend quasi Geld irgendwo rein investiert, beispielsweise große Infrastrukturprojekte macht. Das finde ich sozusagen nicht falsch zu machen. Ich glaube aber auch, man würde sich was vormachen, wenn man sagt, das kann sozusagen grundsätzlich das Problem lösen. Zumal, wie gesagt, wir mit einem Stottern der Wirtschaft natürlich eben auch ein Problem haben, erstmal der einzelnen Staatsfinanzen zum Teil. Und man dort sozusagen sich natürlich die Probleme, die man sonst ökonomisch hat, zum Teil auch reproduzieren. Nicht ausschließlich, auch nicht grundsätzlich schlecht, halte ich aber auch nicht für die Antwort, die es rausleisten kann. Ja, und ob die Dienstleistungsgesellschaft die Arbeitsprobleme, die man hat, lösen kann, bin ich schon drauf eingegangen, das glaube ich nicht. Und zum anderen muss man, so nett in den Ohren mancher Leute das Wort Dienstleistungsgesellschaft klingt, ja nochmal überlegen, was das eigentlich heißt. Das heißt ja ganz oft nichts anderes, als dass vorher Tätigkeiten, die so kapitalistische Verwertung entzogen waren, eingegliedert werden in den Verwertungsprozess. Also zum Beispiel ist, sage ich immer ganz gerne, sowas wie Urlaub und Freizeit. Das ist zum Beispiel etwas, was erst relativ spät in so Kapitalismus und kapitalistische Dynamiken eingegliedert worden ist. So, und auch Massentourismus ist noch ein vergleichsweise junges Phänomen. So, und Dienstleistungsgesellschaft heißt eben ganz oft Sachen, die vorher sozusagen einfach Menschen gemacht haben als Tätigkeiten, zum Teil selbstgestimmt, dass die eben auch mit dass der Kapitalismus eben auch Landnahme betreibt. Landnahme nicht nur geografisch, sondern eben auch in den einzelnen Bereichen der Gesellschaft. Ob man das jetzt wirklich gut finden muss, ist eben auch nochmal eine Frage, die, denke ich, erlaubt ist. Ja. Dann gibt es natürlich noch das bedingungslose Grundeinkommen, von dem ihr ja bei der Initiative hier auch große Freundinnen und Freunde seid. Und bei dem würde ich sagen, das BGE löst diesen Grundwiderspruch auch nicht. Das BGE zielt ja auch erstmal nicht darauf ab oder kann als Mittel die Erwerbsarbeit abschaffen. Wird auch diesen Grundwiderspruch mit der Produktivitätsentwicklung nicht lösen können. Finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm, erstmal, denn ich würde natürlich trotzdem sagen, dass es möglicherweise ein Transformationsansatz sein kann. Oder auch ein Transformationsansatz in dem Sinne, dass ich natürlich eine Gesellschaft will, der sozusagen nicht irgendeine Lösung hinknalle und das dann irgendwie, keine Ahnung, mit Gewalt, Waffengewalt und Gefängnisstrafen und sowas durchsetze, sondern ich will ja eigentlich eine Gesellschaft, in der die Menschen sich gemeinsam überlegen können, wie sie ihr Zusammenleben als Menschen organisieren können und wie sie das gestalten können. Und da denke ich, dass das Grundeinkommen tatsächlich möglicherweise ein Ansatz ist, ganz viele Leute erstmal wieder in die Lage zu setzen, teilzuhaben. Und zwar nicht nur die Leute, die keine Erwerbsarbeit haben, die also finanziell und deswegen auch ressourcentechnisch ausgegrenzt sind und am Rand der Gesellschaft stehen, sondern übrigens auch die, die arbeiten. Weil nämlich, wenn du 40 Stunden in der Woche arbeitest, dann vielleicht noch irgendwie Familie hast, um die du dich kümmern musst, und dann machst du auch noch Überstunden und so ein Kram. Ja, wo sollten da bitte die Zeit und vor allem auch die Kraft herkommen, zum Beispiel für ehrenamtliches Engagement und für beispielsweise Debatten in der Gesellschaft, wie man sich organisieren will. Und deswegen eben auch nochmal hier am Ende sozusagen, also ich denke, dass das Grundeinkommen nicht alle Probleme löst. Es werden auch natürlich bestimmte Probleme bestehen bleiben. Nur das Ding ist, so wie unsere Gesellschaft sich gerade entwickelt, auch mit diesem Grundwiderspruch, dass die Arbeitsgesellschaft nicht mit ihrer eigenen Produktivitätsentwicklung umgehen kann, das ist ein viel größeres Problem, als möglicherweise diesen kleinen Schritt zu wagen. Ja, genau, das soll sozusagen erstmal gewesen sein, und man hat dann möglicherweise jetzt noch eine spannende Debatte. Danke.